Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und wir wollen uns heute das Finale aus dem Duell mit dem Schachpanda angucken. Partie Nummer 4, es steht 1,5 zu 1,5. Jeder hat eine Partie gewonnen, eine Partie endet Remis. Alles spannend, alles ist drin. Alle Partien waren hart umkämpft. Keine hat jemand wirklich klar für sich entscheiden können. Und von daher, ja, war hier schon mal klar, dass das eine interessante Sache wird. Ich habe wieder Weiß. Und hier war natürlich Frage Nummer 1 für mich, sollte ich das aus der zweiten Partie wiederholen. Mein Öffnungsversuch hier mit D4 und ich fand eigentlich, dass die Stellung, die aus entstanden ist, ganz gut ist. Er schien sich nicht wirklich auszukennen, hat mit Läufer B4 Schach eine nicht so gute Variante gespielt und ich habe leider die Zeit zwischen den Partien nicht genutzt, um mal reinzugucken, hätte ich wahrscheinlich tun sollen, aber ja, habe ich halt nicht gemacht. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, die Variante halt zu wiederholen, weil grundsätzlich, was dabei rausgekommen ist, ganz gut war für mich, auch wenn ich es dann nicht zum vollen Punkt verwenden konnte. Wir kommen wieder zur gleichen Variante, C3, Springer F6, E5, D5, Läufer B5, das ist alles hier relativ klar und ja, ist auch soweit gut. Und hier sollte er halt Läufer B6 spielen, wie in der zweiten Partie schon angemerkt, der Läufer geht hier einfach nach B6 zurück und dann ist ja alles in Ordnung, weiß, Schwarz wird hier kurz Rochade spielen. Und ich versuche halt hier dann auch kurz Rochade, Springer C3 und solche Sachen. Und ja, kann man alles spielen, ist alles in Ordnung. Für weiteres müsste man halt die Theoriebücher befragen, wie das genau im Detail alles weitergeht. Aber soweit alles in Ordnung, wurde auch auf höherem Niveau immer mal wieder gespielt. Aber er spielt wieder Läufer B4 Schach. Der ist halt nicht so gut wegen Läufer D2. Das hatten wir in der zweiten Partie bereits. Und er bleibt bei seinem Zug Dame E7, den ich halt ja nach wie vor sehr merkwürdig finde in dieser Stellung. Ich denke, der gehört da, passt da nicht wirklich rein. Ich kann verstehen, dass er nicht auf D2 nehmen will, aber trotzdem sieht die Dame da irgendwie nicht richtig platziert aus meiner Perspektive. Und ich spiele wieder Läufer schlägt C6, wie in der anderen Partie auch schon. Dame A4, weil ich das Ding für sehr gut hier halte. Und ja, ich spiele wieder Läufer D7, also genau das gleiche, was wir in der ersten Partie bisher hatten, alles 1:1. Ja, wie gesagt, ich denke, er sollte halt lieber, hat mir hier in der ersten Partie auch schon angemerkt, dass hier vielleicht kurz Rochade stärker wäre als Läufer D7. Aber ja, ohne konkreten Anlass verstehe ich natürlich, dass er das auch aus seiner Sicht erstmal wiederholt. Ich wiederhole das auch, spiele hier kurz Rochade. Und in der anderen Partie hatten wir nun halt Springer schlägt D2 nebst C5 dann hinterher. Das war dann, nicht, das war die Variante, die wir in der ersten Partie halt oder in der zweiten Partie dieses Duells halt hatten. Und dann ging es hier mit Dame A5 weiter und Weiß hatte klaren Vorteil und ja, hat es leider nicht umgesetzt gekriegt in den Varianten. Nicht, zur Erinnerung nochmal, nach C schlägt D sollte man hier einfach Dame schlägt D5 spielen und nach Turm D8 kann man nicht auf D4 nehmen, wegen Läufer B5 mit Angriff auf diesen Turm, aber stattdessen einfach den Turm hier wegziehen. Und dann wird man im nächsten wahrscheinlich den hier schlagen können und dann, ja, steht man hier ganz, ganz gut. Also ich glaube, die Variante ging weiter kurz auch halt, dann schlägt D4, Läufer B5 und ja, Schwarz kriegt Gegenspiel dafür, aber ja, ob das wirklich ausreichend ist, sollte man am Brett dann nochmal prüfen und rausfinden. Ja, soweit das dazu. Er entscheidet sich hier jetzt von dem, was wir vorher gespielt haben, abzuweichen und spielt hier stattdessen kurz Rochade. Und ja, jetzt war es für mich an der Zeit, hier drüber nachzudenken, was denn nun die beste Fortsetzung ist. Und ja, ich hätte die beste Fortsetzung eigentlich finden können. Ich war halt hier sehr von der Variante überzeugt, die ich in der ersten Partie oder der zweiten Partie hier gesehen und gedacht hatte. Und habe die relativ ad hoc gespielt, ohne nochmal drüber nachzudenken. Der Zug, der hier erstaunlicherweise ziemlich gut ist, ist Dame C2. Und damit C2 hat den Hintergrund, zum einen gehe ich natürlich aus diesen ganzen C5-Sachen mit diesem Abzug raus, was ihm halt nicht so einfach ermöglicht, diesen Doppelbauern aufzulösen. Und ich mache halt Druck auf E4 und das ist für ihn ja schwer vernünftig zu begegnen. F5 will er natürlich von der Struktur absolut nicht spielen, egal ob ich den nun en passant nehme und er dann auf E5 ein Problem hat mit den Löchern oder ob ich den dann einfach stehen lasse und hier einen gedeckten Freibauern habe, so oder so. Kann das nicht wirklich erstrebenswert für ihn sein. Also muss er diesen Springer hier wahrscheinlich tauschen, denn auf Läufer F5 könnte ich natürlich einfach jetzt den C6 schlagen. Und da wird er wahrscheinlich nicht genug Gegenspiel kriegen, von daher kann er ihn auf die Art und Weise sicherlich nicht geben. Aber was soll er dann machen? Dann muss er hier halt auf D2 nehmen. Und jetzt hat er halt das Problem, dass er nicht so einfach C5 durchkriegt.
Und das wird hier natürlich ein Problem werden, wenn er den nicht so einfach hinbekommt hier. Und ich vielleicht sogar die Chance habe, mit dem Springer hier hinzukommen. Also, ja, so ist wahrscheinlich gar nicht gut für ihn. Wahrscheinlich sollte er hier nach Dame C2 einmal Turm B8 einschieben. Wenn ich jetzt auf E4 den gewinne, würde er den auf B2 gewinnen. Und dann, ja, hat er vielleicht noch Hoffnung, dass sein Läufer da irgendwie aktiv wird oder er zumindest mit dem aktiven Turm hier drin irgendwas machen kann. Hier sollte ich vielleicht einfach B3 machen. Und wenn er jetzt hier auf D2 einmal tauscht, ist aber trotzdem immer noch die Lage relativ klar. Das weiß ich auf jeden Fall. Vorteil hat, weil dieser Läufer hier einfach nichts taugt und auch, ja, schon Perspektiven hat, aber ist schwierig, das umzusetzen. Also, weiß nicht, man kann natürlich hier solche Manöver probieren, aber, ja, ist nicht so ganz einfach. Außerdem, da steht er auch noch nicht so wirklich, dass er was tut. Und solange er halt hier C5 nicht durchkriegt, hat er halt irgendwie immer ein Problem. Von daher sollte Weiß hier deutlichen Vorteil auf jeden Fall haben. Und das wäre sicherlich das Beste gewesen, objektiv betrachtet. Ich habe stattdessen aber meine Idee verwirklicht, die ich vorher schon in der zweiten Partie gesehen hatte. Habe hier auf E4 einmal getauscht. Und ja, spiele natürlich jetzt hier Springer D2 und gehe jetzt auf diesen E4-Bauern drauf. Und nun ist natürlich die Frage, was er machen soll, beziehungsweise der nächste Zug für ihn liegt natürlich auf der Hand. Wenn er hier jetzt irgendwas nachweisen will, dann muss er zeigen, dass sein Läufer hier gut ist und dass er hier die Struktur auflösen kann. Und daher C5, ja, eigentlich der einzige praktische Zug, der Sinn macht für ihn. Und jetzt wird es interessant, Weiß hat verschiedene Züge zur Auswahl, von denen allerdings keiner objektiv betrachtet wirklich zu Vorteil führt. Das ist das Problem daran. Es gibt zwar einige Varianten, die ganz gut aussehen und wo man auch Ideen durchaus haben kann, aber sie führen alle zu nichts. Ein Beispiel könnte hier sein, Dame A5 wieder, das haben wir in der zweiten Partie schon gesehen, war da relativ stark. Mit der Idee, wenn er jetzt hier zum Beispiel nimmt, einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach auf E4 diesen Bauern und hoffe jetzt einfach, dass dieser Läufer hier nicht so stark wird, beziehungsweise, dass ich diese Bauern hier irgendwie sinnvoll attackieren kann. Ich habe das Feld C5 aktuell unter Kontrolle, ich kann hier vielleicht einen Springer einpflanzen, aber die ganze Sache ist leider nicht so einfach, denn nach Läufer C6 kommt man einfach nicht so einfach dazu. Es ist zwar alles gedeckt und so, aber ja, der Springer nach C5, dann würde der E5 halt hängen. Das geht nicht so einfach. Den Springer kann man natürlich decken, aber auch hier hat Schwarz dann die Chance, vielleicht mit Turm B8 und Turm B5 oder so irgendwie Gegenspiel zu organisieren. Und ja, Weiß könnte hier auf strukturellen Vorteil hoffen, aber ihm fehlt einfach die Zeit, das konkret umzusetzen. Wenn man hier noch einen Schwarz, einen Zug hätte als Weißer und könnte hier vielleicht, sagen wir mal, Turm E1 erstmal spielen und dann noch Turm C1 hinterher und diesen Läufer angreifen oder so, dann würde man hier einen Vorteil kommen. Aber ja, wie es halt leider ist, ist Schwarz zuerst dran und dadurch fehlt einem hier einfach die Zeit, um hier wirklich das strukturell zu einer Art Vorteil auszunutzen. Weil, ja, Schwarz hat schon mehr Schwächen hier, die man angreifen könnte. Und dieser Bauer hier kann halt stark oder schwach sein, je nachdem, wie das konkret ausgeht. Aber es fehlt einfach die Zeit, hier irgendwas konkret zu machen. Und deswegen ist das nicht besser für Weiß. Ja, das war also hier keine vernünftige Idee. Kommen wir zur Partie. Partiefortsetzung war hier Dame A3 mit dieser Fesselung. Von daher muss er jetzt Turm E8 spielen. Absolut logisch. Und jetzt kommt der interessante Moment. Ja, hier ist halt wieder die Frage, was sollte man hier tun? Man könnte natürlich hier Springer schlägt E4 probieren. Er muss dann hier auf D4 nehmen. Ich sollte hier natürlich die Damen tauschen. Und jetzt haben wir das, ja, ein ähnliches Problem, wie wir eben schon hatten. Theoretisch sieht das ganz gut aus, aus Perspektive von Weiß, wenn man hier halt einen Zug Zeit hätte, die Stellung irgendwie zu sichern. Theoretisch könnte man auch hier wieder versuchen, auf diese Schwächen raufzugehen. C5 ist durch den Springer erstmal noch verhindert. Und man könnte sagen, ja, ich gehe hier mit meinen Türmen irgendwie auf die offenen Linien, spiele hier noch F4 und alles ist tutti. Aber ich habe einfach nicht die Zeit. F4 zum Beispiel könnte, muss nicht, aber könnte unter anderem hier auch wieder mit F6 beantwortet werden, weil dieser Springer hier einfach nicht gedeckt ist. Und ja, so gibt es auch eine Reihe anderer Varianten, die durchaus interessant sind. Aber auch hier führt alles am Ende des Tages nicht zu einem Vorteil für Weiß. Denn der Läufer ist einfach zu stark und der Springer hat aktuell keinen Stützpunkt. Und wie gesagt, Weiß fehlt vor allen Dingen einfach die Zeit, ein, zwei Tempi, um die ganze Lage zu konsolidieren. Und das schafft er hier, wie es ist, einfach nicht. Von daher ja, führt auch das hier alles nicht zu Vorteil.
Und ja, dann kommen wir zur spannenden Partiefortsetzung, die sehr, sehr gut aussieht, aber auch die objektiv keinen Vorteil verspricht. Ich habe hier Turm FC1 gespielt. Warum Turm FC1 und nicht Turm AC1, das können wir gleich nochmal gucken. Und zwar ist das ein Stellungsbeispiel, wo man das sehr schön, die Vergleichsmethode verwenden kann. Und zwar, jetzt hängt der Bauer auf C5. Schwarz hat also keine andere Wahl, als hier zu schlagen. Ich schlage mit der Dame auf E7. Er schlägt hier mit dem Turm. Und der Plan war nun hier mit dem Turm selber auf C7 zu schlagen. Und diese Fesselung hier aufzubauen und hoffentlich auch auszunutzen. Und ja, nun kann ich mir halt vorstellen, ich könnte diese Stellung haben mit diesem Turm auf A1. Oder ich könnte natürlich die gleiche Stellung haben mit diesem Turm auf F1. Und das kann ich mir jetzt quasi aussuchen. Und jetzt ist halt die Frage, in welchen Varianten kann das Vor- oder Nachteile haben. Hier geht es also nicht nur immer darum, wo steht der Turm vielleicht besser, sondern welche Vorteile hat das tatsächlich. Also bis hier ist die Variante ja forciert. Das heißt, ich muss mir wirklich nur Gedanken machen, okay, habe ich jetzt lieber noch einen Turm auf A1 stehen oder habe ich noch den Turm auf F1 stehen? Der Turm auf F1, oder Turm auf A1 sieht natürlich erstmal bescheuert aus, weil, ja, was soll der da? Irgendwie Aktives tun. Das Gleiche könnte ich aber sagen über den Turm auf F1. Ich habe keine sinnvolle Ideen gefunden, wo könnte oder wann könnte mein Turm auf F1 irgendwann mal besser stehen in irgendwelchen Varianten. Sehe ich einfach nicht, wo das wie der Fall sein soll, dass der Turm hier irgendwie besser steht als in anderen Varianten. Von daher schied das für mich aus, dass der Turm auf F1 besser steht auf A1. Dann bleibt noch die zweite Frage, kann der Turm eventuell dort schlechter stehen? Und auch wenn ich hier nichts Konkretes gesehen habe, beziehungsweise natürlich auch hier noch nicht konkret klar war, wie Schwarz weiterspielt, denn Schwarz hat hier auch wieder mehr Züge zur Auswahl, als es auf den ersten Blick aussieht. Er könnte hier Turm D8 spielen, das ist der Partiezug. Er könnte genauso gut König F8 spielen und sagen, okay, ich decke den hier erstmal. Er hat natürlich immer die Möglichkeit, hier irgendwie mal E3 in irgendwelchen Varianten einzuschieben. Ob das gut ist oder nicht, ist wieder eine andere Sache, aber auch das kann natürlich im Weiteren noch kommen. Ich war selber nicht klar, was ich als Weißer als nächstes mache. Je nachdem, was er macht, eventuell nehme ich den weg, eventuell nehme ich den nicht weg. Vielleicht bringe ich auch diesen Turm ins Spiel. Wenn ich den Turm jetzt ins Spiel bringe, gibt es auch keinen Unterschied, ob der Turm von hier oder hier kam. So oder so, summa summarum, wie gesagt, habe ich halt keine Variante gesehen, wo der Turm auf A1 besser steht als auf F1. Aber ich habe Varianten gesehen oder angedacht, wo der Turm einfach mal schlechter stehen könnte auf F1. Beispielsweise könnte es sinnvoll sein, in manchen Varianten vielleicht das Feld F1 für eine andere Figur zu nutzen. Es könnte sein, dass eventuell mal Springer F1 irgendwann mal sinnvoll ist. Könnte auch sein, dass der König dort mal sinnvoll aufgehoben ist, dass der hier irgendwie rauslaufen kann. Und von daher, ja, sprach halt nichts dafür aus meiner Perspektive, dass der Turm auf F1 besser steht, auch auf A1, aber dass der Turm auf F1 eventuell schlechter steht, als er das auf A1 tut. Wie gesagt, einfach ohne konkret überlegen, ohne konkrete Varianten jetzt tatsächlich in diesem Fall, sondern ich habe einfach nur diese Stellung miteinander verglichen und ja, konnte halt keinen Vorteil eines Turms auf F1 finden, aber gegebenenfalls theoretische Nachteile auch ohne konkrete Varianten. Ja, also Turm schlägt C7 und ja, jetzt war halt wieder die spannende Frage, also er kann hier König F8 spielen, das ist durchaus ein interessanter Zug und dann könnte es hier weitergehen mit Springer schlägt E4, Turm schlägt E5, Turm schlägt D7 und Turm schlägt E4. Das wäre hier durchaus eine Beispielvariante gewesen, wie das auch weitergehen könnte. Hier ist allerdings nicht wirklich viel für Weiß irgendwie auch zu hoffen. Ja, es ist irgendwie ein Doppelturm ins Spiel. Der Bauer da ist vielleicht irgendwie gewinnbar, ist aber auch schwierig. Schwarz hat immer viele aktive Gegenchancen. Im Doppelturm ins Spiel immer sehr unangenehm. Und von daher ja, ist hier auch nicht wirklich damit zu rechnen, dass ich hier irgendwas rausholen kann, wenn er das optimal spielt. Also ja, hatte ich durchaus mit gerechnet, dass sowas in der Richtung vielleicht aufs Brett kommt. Aber er hat einen anderen Zug gefunden, der erstaunlich stark war. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch einen anderen Zug gibt, der so gut ist. Aber ich fand seinen Zug hier wirklich, wirklich stark. Turm D8. Wirklich gut, ist auch logisch, aber auf ersten Blick gar nicht so klar, dass er tatsächlich so gut ist. Zum einen überdeckt das natürlich den Läufer
Und zum anderen stellt sich das halt potenziell schon mal in die D-Linie hinter diesen Freibauern, der ja da ist. Und das ist in vielen Varianten erstaunlich unangenehm. Und ja, hier war es, hatte ich tatsächlich nicht so wirklich auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm, dass das hier eine gute Variante sein könnte. Befreit natürlich jetzt den Turm von der Deckungsaufgabe hier, das heißt, jetzt hängt natürlich auch der Bauer auf E5 und von daher war das durchaus logisch, aber ja, hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass der so gut ist. Und hier habe ich sehr lange nachgedacht und habe versucht, halt eine Fortsetzung zu finden, die mich zum einen natürlich nicht in Nachteil bringt, weil das ist jetzt durchaus eine Störung, da muss ich jetzt durchaus aufpassen. Also gerade mit der Idee, diesen D-Bauern eventuell mal schnell vorwärts zu stoßen, da muss ich wirklich aufpassen. Und von daher ja, war jetzt halt die Frage, wie ich hier fortsetze. Ein Zug, den ich gefragt worden bin, warum ich ihn nicht gespielt habe oder der auch sehr gut aussah, war der Zug Turm C1. Turm C1 verhindert erstmal Turm schlägt E5. Für die, die es nicht gesehen haben bisher, können wir auch kurz mal nachdenken, warum ist das jetzt nicht gut aus schwarzer Sicht. Ja, jetzt kommt das Problem der Grundreihe. Turm schlägt D7 ist hier der kleine taktische Trick. Und wenn der Turm hier schlägt, dann folgt Turm C8 nebst Grundreihenmatt. Das war also hier die Falle. Aber das Problem war ansonsten, was tut dieser Turm auf der C-Linie, abgesehen von seinem taktischen Trick? Was passiert, wenn Schwarz diese Taktik jetzt irgendwie vermeidet? Sei es durch König F8, sei es durch G6 oder H6 oder vielleicht sogar durch F5 mit dem Plan, den Bauern auf E4 hin und zu stabilisieren. Und ja, wenn ich den jetzt tausche, schlägt er vielleicht einfach zurück. Und jetzt sind das hier plötzlich zwei gefährliche Freibauern. Wenn der Läufer erstmal rauskommt, könnte das hier durchaus schnell zu Problemen führen. Von daher ja, habe ich Turm C1 halt abgelehnt, weil ich habe keinen Vorteil gesehen, außer diesem kleinen taktischen Trick, den er mit Sicherheit sehen wird. Also musste ich was finden, was hier wirklich diese Bauern stoppt und ja, auch garantiert, dass da nichts passiert. Springer schlägt E4 wäre natürlich möglich gewesen, sieht aber sehr unbeholfen irgendwie aus. Er schlägt mit dem Turm, greift diesen Springer sofort an und dann sieht er einfach besser koordiniert aus. Er hat diesen Freibauern theoretisch immer noch. Der Turm steht hier in der Linie. Mein Turm hier hinten tut einfach gar nichts. Ich muss jetzt diesen Springer wieder irgendwie verteidigen. Das sieht einfach unharmonisch irgendwie aus und von daher habe ich einen anderen Weg gesucht und den auch gefunden, indem ich hier den Turm jetzt ins Spiel bringe, und zwar Turm E1 spiele, mit dem Idee, jetzt auf den E4 drauf zu gehen. Und jetzt hat er halt keine Zeit, den zu decken. Er kann jetzt nicht irgendwie F5 oder so machen, den kann ich einfach schlagen und nehme dann den E4 im nächsten. Von daher, ja, habe ich gedacht, bleibt ihm nur eine Möglichkeit und war erstaunt, dass er hier noch groß ins Nachgrübeln kam. Und ich dachte, er müsste halt Turm schlägt E5 spielen. Und jetzt wollte ich einfach Turm schlägt E4 spielen, ganz simpel. Und diese Stellung ja, sah dann immer ganz in Ordnung aus für Weiß. Der Bauer ist natürlich gefährlich, allerdings ist der Springer ein guter Blockeur hier, wird den halten können. Und dann ist mein Turm hier halt dran, Gegenspiel zu erzeugen mit allem, was da so los ist. Und das ist eine Stellung, die sollte in etwa im Gleichgewicht sein. Es könnte hier zum Beispiel weitergehen. Wir könnten mal eine Beispielvariante angucken. Turm schlägt E4, Springer schlägt, Läufer F5. Springer D2, mit dem Plan, jetzt diesen Bauern hier wirklich schnell zur Gefahr zu machen. Muss ich natürlich hier einmal abwehren. D3 kann ich zum Beispiel hier vielleicht nehmen. Schach, König geht raus. König zurück. Und ja, jetzt kann er halt hier noch nicht schlagen, weil hier noch ein Grundreihenmatt droht. Und ja, G5, Springer C4 und ja, so könnte das beispielsweise aussehen. Und hier ist halt, ja, nicht klar, was hier tatsächlich passiert. Läufer E6 wahrscheinlich als nächstes hier. Und ja, schwer zu sagen, was hier eigentlich tatsächlich los ist. Wie gefährlich ist dieser Bauer? Was ist los? Was kann Weiß hier irgendwie großartig machen? Wahrscheinlich nicht so viel. Also auch diese Stellungen sollten irgendwie alle im Remis enden. Aber das wäre so ein Versuch, den Schwarz hier wirklich starten kann. Und ja, ist nicht ganz so klar, wie das alles hier bis zum Ende ausgeht. Von daher, ja, durchaus eine interessante Möglichkeit und solche Varianten hatte ich irgendwie erwartet.
Aber zu meiner Überraschung kam hier ein ganz anderer Zug von ihm und das war E3. Und das ist nun wirklich ein Fehler, das sollte er nicht machen. Der Gedanke war wahrscheinlich irgendwie meine Bauern zu zerstören, beziehungsweise diesen Bauern hier als mögliche Gefahr zu machen. Das Problem ist nur, ich habe eine sehr, sehr gute Antwort hier drauf, die ich in der Partie auch relativ schnell gefunden hatte, einfach so aus Gefühl, und das ist Springer F3. Und jetzt steht Weiß tatsächlich besser, denn das Problem ist jetzt, dass er ja diese Bauern nicht vernünftig ziehen kann und hier eigentlich schon einen Bauern verliert tatsächlich. Er wird halt den Schwierigkeiten haben, den Bauern auf D4 irgendwie sinnvoll zu decken, dadurch, dass der hier schon einmal unter Beschuss ist. Er kann ihn jetzt nicht vorziehen, weil dann könnte ich ja einfach mit dem Turm auf E3 schlagen. Das funktioniert also nicht. Kann er nicht machen. Und ja, was soll er dann machen? Er kann auf F2 nehmen, das ändert aber auch nichts daran, dass der Bauer auf D4 halt natürlich hängt und er den nach wie vor wegen dieser ganzen Fesselung und allem hier nicht vernünftig decken kann. Und ja, er hat einfach keinen wirklich vernünftigen Zug. Er hat jetzt König F8 gespielt, das ist, denke ich, ja, gute Option, das ist wahrscheinlich das Beste, was er machen kann. Und jetzt habe ich tatsächlich eine weitere Ungenauigkeit gespielt. Ich habe jetzt die Chance, die er mir gegeben hat, quasi nicht genutzt. Ich hätte jetzt einfach spielen sollen, Springer schlägt D4. Einfach diesen D-Bauern hier entfernen. Und ja, dann kann er den hier halt irgendwie tauschen. Oder er kann jetzt auf E5 nehmen und dann nehme ich auf E3. So oder so habe ich einfach Bauern gewonnen und ja, habe hier einen ziemlich starken Springer stehen. Und habe natürlich gute Möglichkeiten, das hier vielleicht zum vollen Punkt zu verwerten. Wäre interessant geworden, ob das hier tatsächlich funktioniert hätte. Und stattdessen bin ich irgendwie, ja, völlig blöderweise davon ausgegangen, dass, wenn ich hier schlage, er hier auch schlagen muss, weil dieser Bauer ansonsten weg ist. Aber das muss er gar nicht, denn er kann hier einfach D3 spielen. Das ist das, was er auch gemacht hat. Wobei das ja, von der Maschine hier gar nicht so als gut eingeschätzt wird, sondern Stockfisch hält sogar hier den tatsächlich für ziemlich gut. Und sagt, dass er nicht glaubt, dass man hier irgendwie Probleme hat als Schwarzer. Liegt auch natürlich auch wieder zum Teil an konkreten Varianten. Der Läufer ist jetzt offen dabei. Der Bauer auf E5 ist eventuell mal eine Schwäche. Und von daher, ja, glaubt er, dass hier genug Gegenspiel vorhanden ist. D3 war also von der praktischen Sache her sicherlich gut. Der Bauer ist wieder relativ unangenehm und ich bin jetzt auch direkt hier tatsächlich reingefallen. Ich hätte hier einfach, was ich auch überlegt hatte, Turm schlägt A7 spielen sollen. Einfach diesen Bauern mitnehmen. Das nimmt auch einige taktische Manöver hier raus, die hier ansonsten gleich noch kommen werden in der Partie. Und das wäre am besten einfach gewesen, den hier einfach einzusammeln und sich als nächstes dann um diesen Bauern zu kümmern mit Turm D1 oder so und zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um den und alles ist in Ordnung. Und ja, ich hatte hier noch über den Zug Turm D1 sofort nachgedacht und hatte dann gesehen, dass Turm D1 sofort halt nicht möglich ist und dass der direkt verliert. Denn, was ist hier das Problem? Ja, das Problem ist tatsächlich hier die Taktik, denn hier kommt einfach Läufer A4. Jetzt hängt dieser Turm und der Turm. Und ja, hier habe ich halt keine Möglichkeit mehr, vernünftig rauszukommen. Ich muss jetzt natürlich hier auf E7 schlagen, sonst ist so direkt Material weg. Aber nach Läufer schlägt D1, ja, steht meine Figur einfach sehr blöd, denn ich habe keine Möglichkeit, diesen Turm hier irgendwie zurückzukriegen, um diesen Bauern zu halten. Und egal, wo der Turm jetzt irgendwie hingeht, es folgt einfach Läufer schlägt F3. Und dann läuft dieser Bauer hier gnadenlos durch. Ja, so ging es also nicht. Das hatte ich gesehen und ja, dann habe ich gedacht, naja, ich kann natürlich den A7 nehmen, aber ich habe gedacht, naja, komm, mach's mal ganz prinzipiell, ganz logisch, hol mal deinen König jetzt ins Spiel. Wird ja Zeit, den wirst du ja so oder so brauchen und wenn er jetzt den Läufer irgendwie wegzieht, dann kannst du dann hier die Türme tauschen und ja, wirst dich hier irgendwie problemlos um diesen Bauern kümmern, sind ja mehr als genug Figuren drumherum. Und das hätte jetzt hier einen taktischen Trick erlaubt, der mit dem in Zusammenhang steht, was wir eben schon gesehen haben. Und hier hätte Schwarz tatsächlich gewinnen können. Schwarz hat hier die Möglichkeit zu gewinnen. Seine einzige Chance in der ganzen Partie, aber hier hat er die Möglichkeit. Hier könnt ihr gerne nochmal stoppen, wenn ihr es noch nicht kennt und nicht gesehen habt.
Ja, hier gewinnt der etwas unglaubliche Zug D2 tatsächlich hier. Das Problem ist, ich kann den nicht direkt schlagen. Wegen Läufer F5. Und jetzt hängen halt wieder hier zwei Figuren gleichzeitig und das kann ich jetzt nicht vernünftig decken. Der Läufer nimmt mir halt hier das Rückzugsfeld, das ist ganz wichtig, nicht, dass ich hier Turm C2 spielen kann. Ja, und somit habe ich hier keine Möglichkeit, wenn ich jetzt hier jetzt auf E7 nehme, hat er halt die Zeit hier auf E2 zwischenzunehmen mit Schach. Ja, hier kann ich noch einen Turm zwischenziehen, der wird einfach geschlagen mit Schach wieder und dann schlägt er hier auf E7 und das Endspiel ist natürlich hoffnungslos. Das gewinnt Schwarz problemlos. Von daher, ja, darf ich das halt nicht machen. Aber wenn ich diesen Bauern auf D2 nicht nehmen kann, habe ich auch ein Problem. Denn der ist riesig gefährlich. Und greift jetzt hier meinen Turm an. Das heißt, ich müsste jetzt mit dem Turm irgendwie wegziehen. Wenn ich mit dem Turm nach D1 gehe, dann, ja, das kennen wir natürlich schon, kommt hier einfach Läufer A4, greift jetzt hier den Turm an. Wenn ich auf E7 nehme, nimmt er wieder auf D1, das hatten wir schon. Und auf D2 kann ich halt auch nicht nehmen, weil er da einfach mit Schach schlägt und dann den Turm auf C7 schlägt. Funktioniert also auch nicht. Und damit geht hier nichts Vernünftiges mehr. Und wenn ich mit dem Turm einfach nach G1 weggehe, dann habe ich das Problem, dass hier auch einfach Läufer A4 kommt. Und jetzt die Umwandlung droht. Ich kann jetzt hier noch auf E7 nehmen. Und das Beste, was mir hier jetzt noch bleibt, ist Springer D4. Und nach D1 Dame nehme ich die raus. Läufer schlägt. Und ich habe hier noch eine kleine Gabel auf C6. Und wir landen wieder in dem Endspiel. Ein bisschen anders, aber das, was wir eben schon mal gesehen hatten, den Endspieltypus hatten wir schon noch. Das ist natürlich klar gewonnen für Schwarz. Und ja, sollte auch keinerlei Probleme mehr geben. Von daher hier D2, seine absolute Chance hier zum Gewinn. Zu meinem Glück hat er es nicht gesehen, obwohl er ja viele dieser Ideen mit Turm D8 und so vorbereitet hatte und König F8, aber er hat es nicht gesehen, er spielte Läufer G4 und damit war die Chance vorbei. Ich nehme jetzt hier natürlich auf E7, spiele Turm D1 und jetzt habe ich hier alles unter Kontrolle, keine taktischen Tricks mehr. Und ja, wir sind hier in der Zeitnot, hier ist nicht mehr viel Zeit über, hier ist allerdings auch die Stellung relativ straightforward mittlerweile geworden. Er macht hier König E6, klar, bringt den König hier ins Spiel, will jetzt eventuell auf F3 nehmen und den auf E5 schlagen. Ich spiele jetzt E4 hier, um einfach Platz für meinen König hier zu schaffen. Und ja, er nimmt jetzt auf F3, hat auch keine wirklich andere Option mehr. Nimmt jetzt hier, nimmt und ich kriege halt den Bauern auf D3 am Ende des Tages auch. Und die Stellung, die dabei rauskommt, ist gewonnen für Weiß. Allerdings kann Schwarz sich hier noch ganz gut wehren, indem er hier hätte G5 spielen können. G5 bietet noch relativ guten Widerstand, denn nach Turm schlägt E3, Turm schlägt E3, König schlägt D3, König F4, König E2 ist das Bauernspiel nicht ganz so trivial, wie das aussieht, denn Schwarz hat hier immer noch die Option H5 nebst G4 und ich kann halt den H-Bauern nicht so einfach ziehen, wegen König G3 und solcher Späße. Also hier ist es, ja, wäre es nicht ganz so einfach gewesen, hier hätte man nochmal konkret reingucken müssen, wie man gewinnt. Weiß kann allerdings gewinnen, aber muss sehr, sehr genau dafür spielen. Und ja, das kann man dann leicht hier nochmal unterschätzen tatsächlich. Er wollte sich natürlich nicht darauf einlassen, also was heißt nicht, natürlich nicht, aber ist verständlich mit wenig Bedenkzeit, dass man natürlich jetzt hier die Türme auf dem Brett lassen will und möchte natürlich ein Turm ins Spiel spielen und kein Bauern ins Spiel mit Minusbauern, weil man auch damit rechnet, dass es verloren ist, zumal ich ja hier diese 2 gegen 1 habe und das ja normalerweise sehr leicht gewonnen ist, aber hier aufgrund der konkreten Gegebenheiten nicht so einfach gewesen wäre. Also spielt er hier Turm C8, geht mit dem Turm auf die offene Linie, da er den D-Bauern hier eh nicht mehr schützen kann. Ich nehme ihn hier weg. Er spielt Turm C1, er hätte auch Turm C2 spielen können, aber dann spiele ich einfach Turm D2 einmal zwischen oder so. Also da erreicht er in dem Sinne ja nichts. Von daher geht er hier gleich auf die erste. Und jetzt ist es eine Sache der Technik, wie man hier am besten vorwärts setzen kann. Und hier war die beste Möglichkeit jetzt Turm D7 einfach. Das habe ich auch gespielt. Und ja, jetzt gehe ich halt selber auf die siebte Reihe und drohe hier die Bauern einzusammeln. Und ja, jetzt kann er noch ein bisschen was probieren, aber im Prinzip ist die Stellung halt hin. Er hätte hier vielleicht noch König E6 oder König F6 probieren können, aber auch das ändert nichts. Ich nehme dann einfach den
A7 weg und dann kann er hier noch selber auf die zweite gehen. Ich ziehe den B-Bauern weg, er kriegt den H und dann, also zum Beispiel König E6. Und wenn ich den jetzt nehme, könnte er halt Turm C2 spielen. Und würde halt auch einen Bauern zurückkriegen. Aber ich bleibe hier zum Beispiel mit der Variante mit zwei verbundenen Freibauern. Und ja, sollte halt kein großes technisches Problem sein. Muss man allerdings aufpassen, darf man auch nicht unterschätzen das Ganze. Aber ja, sollte hier ganz gut zu einem vollen Punkt führen. Aber das hätte man durchaus noch zeitlang probieren können. Er hat hier gespielt Turm C2. Und ja, jetzt droht natürlich hier alles irgendwo irgendwie geschlagen zu werden. Überall hängt alles auf beiden Seiten. Und jetzt muss man als Weißer nur einen Weg finden zu einem Endspiel, was klar und deutlich gewonnen ist. Und hier war natürlich die Idealkonstellation für mich, dass diese Bauern irgendwie allesamt verschwinden. Das wäre natürlich ideal. Und ich hier mit diesen beiden Freibauern gegen nichts bleibe. Das war irgendwie die Hoffnung und der Plan. Das geht auch auf. Ich nehme zuerst auf F7. Und ja, sollte er jetzt auf H2 nehmen, dann nehme ich halt auf G7. Und wenn er jetzt hier nimmt, Entschuldigung, dann nehme ich halt den. Und jetzt habe ich diese beiden. Und die beiden sind auch noch auf dem Brett. Aber die werde ich wahrscheinlich gleich gegeneinander tauschen können. Und von daher ja, bleibe ich hier im Prinzip mit diesen beiden Bauern dann hier gegen nichts. Und das ist natürlich ziemlich einfach gewonnen. Von daher nimmt er hier stattdessen auf B2. Ich nehme jetzt auf A7. Er muss auf H2 natürlich nehmen, oder hätte auf H2 nehmen können. Dann nehme ich auf G7, dann kommen wir zum Gleichen, was wir eben schon hatten. Ne? Dass das Gleiche, nur dass die Figuren wieder ein bisschen anders stehen, aber im Prinzip sind wieder die beiden übergeblieben. Ansonsten habe ich hier 2 gegen 0. Das ist natürlich auch relativ unproblematisch. Das wollte er jetzt natürlich gern vermeiden und hat da hier G5 gespielt. Ich kann natürlich hier den H-Bauern schlagen. Die Sache ist halt die, dass er hier ja, natürlich noch rumprobieren kann. Er kann hier noch irgendwie mit so einem Turmschach versuchen zu nerven, kann hier hoffen, dass er beim König da irgendwie reinkommt oder so. Auch das würde alles am Ende des Tages hier nicht funktionieren. Aber Möglichkeit wollte ich ihm natürlich nach Möglichkeit gar nicht geben und spiele hier nach G5 einfach H4. Ich möchte einfach die Bauern einfach alle wirklich runter haben, alle runter tauschen. So wie es ursprünglich auch der Plan war, sondern dass ich wirklich mit diesen beiden Bauern gegen nichts dastehe, ohne irgendwelche weiteren Bauern, dann habe ich keine Probleme. Das ist natürlich am einfachsten und am simpelsten gewonnen. Ja, wenn er den jetzt schlägt, dann kann ich einfach den H7 schlagen und wir kriegen das Gleiche, was wir vorher schon im Prinzip hatten. Und ja, es bleibt hier wieder diese beiden gegen nichts über und er kriegt ja auch keine Blockade und nichts hin. Das ist aber ganz wichtig, dass das gar nicht direkt passiert, weil den König werde ich einfach mit Schach vertreiben und dann den H4 nehmen und dann ja, ist das hier natürlich eine ganz einfache Kiste. Von daher hat er den H4 auch nicht genommen, sondern hat hier H6 gespielt. Möchte ihn erstmal verteidigen, aber auch das ja, führt am Ende des Tages hier alles zum Gleichen. Denn Turm H7 ja, erzwingt nun diese ganze Abtauscherei. Turm schlägt A2, Turm schlägt H6. Kam in der Partie. Jetzt hat er Turm H3 Schach noch gegeben, König F2. Und ja, hier kann er halt mit dem König nicht reinrennen, denn den vertreibe ich natürlich einfach mit Schach. Und ja, kann mir dann hier sogar den G-Bauer noch kostenlos dazu abholen. Das funktioniert also nicht. Er könnte natürlich auf H4 einfach schlagen, aber dann schlage ich halt mit dem Turm einfach zurück und dann ist die Sache natürlich auch ganz klar. Und ich habe das Endspiel, was ich ursprünglich erreichen wollte und werde das ganz locker nach Hause fahren. Und was hier vielleicht noch so eine Idee gewesen wäre, wäre hier halt G4 zu machen, in der Hoffnung, dass, wenn ich den hier schlage, er vielleicht hier mit dem König reinkommt. Und ja, jetzt vielleicht hier die Chance hat, mit seinem Turm hier selber auf der zweiten Reihe aktiv zu werden. Wenn ich jetzt, ja, keine Ahnung, den jetzt irgendwie verteidige, so, dann könnte er vielleicht wirklich so probieren, hier meinen König hier zu ärgern, vielleicht mit irgendwelchen Mattideen oder irgendwas noch kommen und hoffen, dass er hier noch irgendwas gezaubert kriegt.
Und das möchte ich natürlich gern vermeiden. Und das kann ich auch ganz gut, denn nach G4 Schach oder nach G4 hätte man hier das Zwischenschach Turm H5 gehabt. Und König F4, Turm F5 ist dummerweise matt. Von daher darf er das nicht machen. Und wenn er das nicht machen kann, dann muss er halt mit dem König jetzt irgendein anderes Feld wählen. Aber kommt halt nicht mehr nach F4 rein. Und dann kann ich hier in aller Ruhe den schlagen. Und nach König schlägt, ja, zum Beispiel jetzt hier mit dem Turm auf die F-Linie gehen, den König abklemmen oder auch mit dem Turm von weiter weg jetzt hier kommen. Also alles hier kein Problem. Und hier gewinnt man natürlich wieder locker als Weißer. Ja, das hat er dann hier in der Stellung auch eingesehen, dass er da leider keine Chance mehr hat. Hat jetzt halt auf H4 geschlagen. Turm schlägt auf hier und das ist ja, das ist einfach nur verloren. Hier gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr. Wir gucken nochmal, wie das Ganze hier zu Ende ging. Turm A1. Turm Schach, gute Technik. König kann wieder nicht ranlaufen wegen Turm F5 matt. Also muss der König zurück. Ja, und jetzt laufe ich mit dem König einfach hin, verstecke mich hier. Turm wechselt nun auf die lange Seite und hier ist nicht mehr viel zu wollen. König wird einfach zurückgetrieben. Der weiße König hat hier kein Problem, dadurch, dass er zwei Bauern hat. Das normale Problem mit einem Bauern ist ja mal, dass der nicht ausreichend Schutz gibt. Aber hier gibt ein Bauer halt Schutz von der Seite und der zweite dann von hinten. Und von daher, ja, marschiert weiß hier einfach vorwärts. Wenn er jetzt von der Seite kommt, dann ändern wir das Programm halt. Dann geben wir halt so tatsächlich Schutz und von daher, ja, ist hier nicht viel zu wollen. Ja, auch hier wieder ein kleines Schach, um ihn halt zu ärgern. Nicht? Auf König E6 würde man einfach F5 Schach spielen. Und nach Turm schlägt F5, Turm A6 Schach und gewinnt den Turm. Von daher muss der König hier zurück. Wieder mal. Und diese Bauern laufen einfach. Er kann das nicht verhindern. Kam jetzt noch König D5. Turm, jetzt will er von der Seite versuchen zu nerven. F6, jetzt geht dieser Bauer vorwärts. Turm B6 möchte mein König da jetzt nicht hinlassen. Jetzt kam noch E6 und er hat aufgegeben. Hier ist auch nichts mehr zu wollen. Das ist jetzt in wenigen Zügen tatsächlich auch matt. Die Bauern drohen in verschiedenen Konstellationen durchzulaufen. Hier droht matt. Der Turm kann auch nochmal die Seite wechseln und von der langen Seite kommen. Auch das sehr unangenehm. Und hier wäre es in wenigen Zügen matt gewesen. Und ja, ich habe die Partie damit gewonnen. Riesige Erleichterung. Super spannendes Match. Viele Möglichkeiten gewesen für beide. Sehr spannende, umkämpfte Partien. Keine Partie wirklich klar. Auch die hier, wie gesagt, mit ja, kleineren Fehlern von beiden Seiten. Hätte er eine Chance gehabt, hier zu gewinnen, hat er zum Glück für mich nicht genutzt. Und ja, ich konnte dann den Vorteil ausnutzen zum ganzen Punkt. Aber ja, super spannendes Match. Sehr ausgeglichen für mich. Hatte es eigentlich keinen Sieger verdient. Ich fühlte mich hier wirklich sehr, ja, als der Glückliche wirklich, aber nicht der, der jetzt irgendwie die besseren Partien gespielt hat, sondern ich denke, unentschieden wäre fair gewesen, so wie wir gespielt haben. Aber ja, war ein super spannendes Match und hat viel, viel Spaß gemacht. Und ja, von daher bin ich gespannt, was da in nächster Zeit noch so kommt. Wenn ihr auch mal Lust habt, gegen mich zu spielen, dann schreibt es gerne mal runter mit in die Kommentare. Wir werden da sicherlich in nächster Zeit mal was machen. Ich habe vor, da mal ja, ein kleines Simultan zu spielen. Ich hoffe, ihr habt Lust dazu. Wenn ihr ja, schreibt mir gerne schon mal runter, welche Tage oder Zeiten oder so für euch vielleicht passend sind. Gut, das war's für dieses Video und wir sehen uns hier bald wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Sascha.